So, ich hoffe, ich rede keinen Käse, sondern nur über Käse und Wurst. Ich befinde mich heute hier für den Tipp der Woche im Nahen Frisch Häsele und neben mir steht der Ronald. Was gibt es zum Thema Käse zu sagen? Du bist ja ein Käsesommelier. Zum Beispiel, wie hält man ihn länger frisch? Grundsätzlich kommt es auf drei große Sachen darauf an. Kühl lagern, die richtige Verpackung und der Kühlschrank muss richtig eingestellt sein. Zum Thema Verpackung, sollte man den Käse daheim vielleicht aus dem Papier herausnehmen und dann unter eine Käseglocke legen oder in eine Frischhaltefolie oder Alufolie legen? Wo sind da die Unterschiede? Käseglocke ist ein tolles Stichwort. Ich hoffe, dass das vielleicht viele Kunden von uns oder auch andere betreiben. Käse unter der Käseglocke hat immer Raumtemperatur und ist sofort zum Genießen bereit. Das wäre der Idealfall. Wie kann man zum Beispiel verhindern, ich spreche jetzt aus eigener Erfahrung, dass der Kühlschrank so intensiv nach Käse riecht? Also da kann ich grundsätzlich kein Rezept geben. Es kommt sehr viel auf deinen Käseeinkauf drauf an. Wenn du Käse mit viel Rotkultur und Rotschmiere kaufst, dann riecht der Kühlschrank halt umso intensiver. Würde da jetzt zum Beispiel eine Käseglocke Abhilfe schaffen? Meiner Meinung nach riecht da der ganze Raum danach und man sollte die Käseglocke eventuell dann auf die Kellerstärke platzieren. Zum Thema Verpackung, sollte man den Käse daheim irgendwie umbacken oder umlagern? Was gibt es da für Empfehlungen deinerseits? Grundsätzlich Frischkäse und Weichkäse wäre gut, wenn in der Originalverpackung wäre. Vorgeschnittener Schnittkäse kann man ruhig in atmungsaktiver Folie lassen und Blauschimmel- und Grünschimmelkäse bitte in Alufolie geben. Damit die Wurst eben länger hält, wie sollte man da vorgehen? Was sollte man da beachten? Also beim Wursteinkauf ist einmal grundsätzlich zu beachten, dass man die richtige Menge wählt für seinen Haushalt. Also dass man nicht Mengen kauft, die für eine Woche oder 14 Tage vorrätig sind, sondern einfach die richtige Menge für 2-3 Tage, sage ich einmal. Dann ist auch zu beachten, dass man die Wurst möglichst bald wieder in den Kühlschrank nach Hause bringt. Denn warme Temperaturen im Auto können ein schnelleres, sage ich mal, Verderben der Wurst natürlich mit sich bringen. Und wenn man schon sich auf Vorrat kaufen möchte, dann wäre vielleicht geschickt, wenn man sich vorverpackte Wurst bzw. Hartwurst, also Salami-Rohwürste kauft, keine Frischwurst. Danke für den Tipp der Woche, Ronald.